Jo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar heute kein Let's Play, sondern einmal was Neues jetzt nicht. Und zwar was ich sehr, sehr, sehr lange nicht mehr gemacht habe. Ich habe es sicher schon gelesen. Eins Minecraft-Server-Vorstellungsvideo. Und zwar, ich stelle euch heute den Server contania.de vor. Es ist ein Netzwerkserver mit CityBuild und auch Minigames. Nicht nur das, ich suche auch derzeit noch. Ich habe es mir nämlich aufgeschrieben. Ja, und das sind auch selbstgeschriebene Plugins, also nicht irgendwo von Webseiten oder so runtergeladen, ist alles selbst geschrieben. Es ist ein Projektor-Server von drei Inhabern und sein Team. Die suchen maximal noch sechs Supporter und Builders, also falls irgendwer bauen kann oder er kann gut supporten oder so, kann er sich da bewerben. Und ja, das war mal die grundsätzliche Information. Gut, 1.8 Version ist das. Und hier steht eh schon, Bewerbungsphase ist offen. Ganz kurz, ich schließe das schnell. So, Bewerbungsphase ist offen und da steht sie noch, Balder und Developer und Supporter. Genau, da werden wir mal gleich drauf joinen. 50 Leute können derzeitig mal rauf, 10 sind schon oben und zack. Ich war schon oben ganz kurz nochmal ein bisschen rumgeschaut. Nicht wundern, ich habe die Shader-Mod drinnen. Genau, und ist man spawnt hier, dann müsst ihr unten im Chat so einen Verifizierungscode eingeben, der wird noch automatisch generiert, da steht noch so ein Code. Bei mir war es vierstellig, ich weiß nicht, ob das immer vierstellig ist oder nicht. Es gibt ja nachher ganz normal so ein. Hier sind mehr als vierstellig, jetzt aber ja. Und dann könnt ihr euch frei bewegen. Genau, hier spawnt man, also hier sind auch so private Server. Okay, es ist neu. Was ist das? Okay, es ist ein Teammitglied. Ich gehe da mal so rauf, da war ich auch ganz kurz oben. Ist auch sehr cool, da kann man nicht von ganz oben hinunterschauen. So. Also die Lobby, sag mal, die Haupt-Main-Lobby, das ist überall. Rechts haben wir auch die Taplist. Nein, nicht die Taplist ist das, Entschuldigung. Hier steht auch nochmal Contania Network. Und 50 Spieler können rauf. Es ist gerade, insgesamt sind 9 Spieler online. In diesen Lobby 1 sind 2. Sir Mod, Sir Team Mitglied und ich. Discord haben sie auch und TeamSpeak auch. TeamSpeak geht, also bei mir ist nicht gegangen, keine Ahnung. Ich kann es trotzdem mal in die Videobeschreibung reinschreiben, das TeamSpeak IP, und ihr probiert es einmal selber. Und bei mir ist es einmal nicht gegangen, keine Ahnung. Vielleicht machen es gerade Wartungsarbeiten, keine Ahnung. Und hier seht ihr schon, hier kann man es herunterschauen. Das Ufi Lava sollte, glaube ich, ein Vulkan darstellen, wenn mich jetzt nicht irre. Ja, das steht auch der aktuelle Uhrzeit, ist auch nicht schlecht. Aber das stimmt, also sicher in Minecraft in echt nicht, weil in echt ist es ein bisschen später sogar. Genau, was haben wir in der Hand? Also Teleporter, dann haben wir alle Spieler anzeigen, dann haben Lobby-Switcher, die haben dabei eh nur ein Lobby. Okay, am Anfang reicht es einmal. Dann haben wir noch Einstellungen, da gibt es Freunde, Clan-Menü, da kann man eigenen Clan wahrscheinlich, ja, Clan Manager den Clan. Freunde kann man einladen, dann haben wir wieder so extra Freunde-Einstellungen, so Privatnachrichten, online, offline und so, kann man alles einstellen. Dann Anfragen und Shop, gibt es auch Shop. 10 Freunde-Slots, kaufe 10 Freunde-Slots, Preis 1000, ich habe jetzt dabei 500. Kann man sogar mehr Slots kaufen für Freunde. Dann bei den Einstellungen gibt es Geschwindigkeit, das ist nur für Premium Rang jetzt. Dann gibt es Status Tag, Nacht oder reale Uhrzeit. Okay, gibt es auch. Okay, ich lasse mal Tag. Und Scoreboard Animation, Status X oder Start. Oder oh, kann man sogar die Animation vom Scoreboard anzeigen lassen. Warte, ich drücke mal eh, dass es da oben weggeht, weil es geht bei mir gerade nicht weg, keine Ahnung warum. Also egal, gut. Ja, wer hat den geschrieben? Moin, okay, das ist nur privat. So, jetzt schauen wir mal bei Teleporter. Da, sie haben Team, also Team, ist das jetzt geheim? Okay, also die haben Bedwars. Dann haben sie, also Events haben sie sogar. MLG Rush, Skywars, da ist der Spawn wieder. Okay, die Animation ist auch cool. Spawnt man wieder, genau.
Byte FFA, TTT, Gun Game, Freebuild, FFA, Switch FFA, Citybuild haben's, dann Geheim, es ist nur für Premium und das ist Team ist nur für Teammitglieder zugänglich, okay? Ja, Citybuild, das ist ja, wie gesagt, schon Citybuild und so ein Netzwerk aus Citybuild und Minigames. Genau, das haben wir Citybuild-Server, die sind auch schon wieder mehr on. Das, da haben es dabei nur eine Lobby, oder können glaube ich, ein Lobby, ja, da können aber 100 Leute rauf, okay. Oha, ich finde das mit den Bildern sehr cool gemacht. Das baut man da, auch nicht schlecht. Oh, Golem, glaube ich, oh, Golem heißt das, glaube ich, ja. Bist neu, klicke um ein Plot zu erstellen, okay, wenn man da drauf klickt. Auf dem Blog kannst du ein eigenes Haus bauen oder Shop oder eine große Farm. Du hast noch keinen Blog, klicke hier, um einen zu erstellen. Gerne. Genau, und nehme ich schon mehr. Okay, schaut auch cool aus. Also, Citybuild wird eh jeder kennen, das brauche ich jetzt nicht erklären. Und die Minigames wird auch sicher jeder kennen, also das brauche ich jetzt auch nicht erklären. Aber hier hat schon einer sehr recht viel gebaut. Gar nicht so schlecht. Also, wie gesagt, das sind alles selbstgeschriebene Plugins und also sagen sie zumindest, also ich sage nur das, was sie mir geschrieben haben. Also falls da jetzt irgendwas falsch ist oder falls einer behauptet, das stimmt nicht oder so, ich gebe das nur weiter, was mir gesagt wurde. Also ich, keine Ahnung, ob es stimmt, aber sie haben es gesagt, sind selbstgeschriebene Plugins und ich suche noch 6 Supporter und 6 Balders, also falls Interesse besteht, falls irgendein Interesse besteht, dann könnt ihr mal darauf joinen und euch bewerben. Und rechts hat ja Kontostand, da welcher Server wir gerade sind, wie viel Spielzeit, 9 Minuten, welchen Rang ich habe. Genau, dann habe ich Packpack, Rucksack haben wir dabei, auch nicht schlecht. Und mit Slash Up wahrscheinlich kommt man wieder zurück, genau, Slash Up und man ist wieder am Spawn. Genau. Schauen wir sich da noch ein bisschen um. Das Wichtigste habe ich jetzt einmal erklärt und gesagt. Falls irgendwer Interesse hat, dann schaut sie mal drauf, spielt ein bisschen mit euren Freunden und dann seht ihr eh, ob es euch gefällt oder nicht. Aber im ersten Eindruck finde ich es gar nicht so schlecht. Also ich habe die Map, ich sehe es selbst gebaut, wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, weil ich habe es noch nie gesehen, irgendwo, ehrlich gesagt. Und ich war schon auf vielen Servern. Ich finde das Logo so cool. Ist sehr cool gemacht. Und hier kann man auch frei rumgehen, das ist auch cool. Ich habe schon Server gehabt, da hat man nicht so wirklich frei rumgehen können. Aber da, das ist sehr cool. Ich finde auch, am schönsten finde ich, wenn der Shader Mode dann ist. Okay, da oben steht auch noch, da müsste ich die Wolken ausstellen. Video Settings, ich glaube das war Quality. Oder war es Quality? Nein, nicht Quality. Da seht ihr Leute, ich habe das sehr lange nicht mehr gemacht. All off. Was ist dann auch Details? Sky ist eh off. Focus off. Sun Moon ist off. Okay, hier. Oder wird es vom Shader Mod mitgeführt? Keine Ahnung. Ebenfalls, da steht auch noch was oben. Was ich auch. Ja, Contania, glaube ich, wird das heißen. Und hier kann man so wirklich frei rumgehen. Ja. Also könnt ihr ein bisschen umsehen auch, umschauen ein bisschen, hinten gibt es auch noch was. Ist ein Schiff wahrscheinlich da hinten. Ja, oder nein, eine Brücke, sogar eine Brücke. Ja, also Leute, wie gesagt, schauen Sie mal auf den Server. Es ist eine Mischung aus Minigames und Citybuild. Und ich suche noch 6 Supporter und 6 Developer. Nicht Developer, Entschuldigung, 6 Builders. Und ja, das war's wieder mal, Leute. Wie gesagt, schaut mal drauf, schaut euch ein bisschen um, spielt ein bisschen und Bewerbungsphase ist eh noch, steht eh noch offen, steht auch bevor sie joint bei der Leiste unten. Bewerbungsphase ist offen. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über eine positive Bewertung sehr freuen. Und ein kostenloses Abo, lasst's da, Leute. Und morgen kommt wieder wahrscheinlich wieder ein Let's Play. Und wir sehen uns, ja, morgen würde ich sagen. Also haut rein, Leute. Ciao.